Okay, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladung zu einem neuen Part Lego Jurassic World mit dem Zwergenfürst. Ja, Jurassic World mit Ö geschrieben. So, heute geht's dann in die nächsten Level. Also hier ist die nächste Levelplatz, vielleicht schaffen wir die heute sogar. Und ja, mal sehen. Was kommt? Ich schätze mal, im nächsten Part kommen dann die Credits. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf geht's. Eventuell könnte man noch einen extra Part, einen Bonus-Part aus den Bonus-Leveln machen, die es ja in jedem Spiel gibt, in allen vier Editionen. Wir sollten gar nicht hier sein und da sind fünf Saurier. Aber mal schauen. Gyrosphären sind wir jetzt hier. Oh, die Gyrosphärenflucht. Jetzt müssen wir mit diesen runden Kugeln hier abhauen. Beweg hier die rechte, ja, die weiter vorne, wenn ihr so wollt. So, mal schnell abhauen, bevor uns der hier auffrisst, bevor der seine Klauen oder Zähne in uns rein frisst. Naja, haben wir zumindest noch diese Schutzkugel hier vor uns, aber wäre trotzdem nicht so schön, wenn das passieren würde. So schön alle Stats einfangen. Uha, er zerstört die ganze Brücke. Ja, wäre schön, wenn wir das überleben würden. Wenn wir überlebender werden würden. Auch von den Stats her. Deshalb schön mal Stats einsammeln. Uha, er zerstört hier alles. Wild um sich herum. Denn in Lego-Spielen bin ich immer geldgeil, wie ihr wisst. Jetzt schaffen wir aber auch die Überlebende, wahre Überlebende, Dingens. Und weil das brauchen wir dafür, bin ich Geld halten. Und weil ich die ganzen Stats einsammeln muss. Um die Herausforderung von wahrer Überlebender zu schaffen. Und man weiß es nicht, ob wir es diesmal schaffen. Hier schön die Geldspur entlang fahren. Ja! Ich hole mir die Stats, hier entlang. Super, das sieht doch schon sehr gut aus. Als würden wir es schaffen, als könnten wir es schaffen. Na, nächster. Der Ton ist irgendwie in Zwischensequenzen verdammt leise. Das Level war ziemlich kurz, wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, alle goldenen Steine zu sammeln. Peilimplantat. Sie hat es sich ausgerissen. Sie sind entwischt. Okay. Alles okay. Ich glaube, es weiß nicht, wie es hier reinkommt. Aber wie es uns dazu bringt, ihn rauszulassen. Und jetzt sind wir Owen Grandy und Claire Giebing. Okay. Dann wollen wir mal. Och, das ist ein Auge. Das schaut da durch. Und jetzt, da haben wir nicht den geeigneten Charakter für. Scheint so. So, dann müssen wir uns hier wohl langschleichen. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was uns weiterhilft. Oder ist das die falsche Richtung? Ich weiß es nicht. Hier gibt's Stats, blaue Stats, gelbe Stats, graue Stats. So. Aber wie kommen wir weiter? Was müssen wir machen? Müssen wir hier irgendwas machen? Sieht gerade relativ leer aus hier. Und durch dieses Loch hier durch, da passen wir doch nicht rein. Sehe ich doch locker. Und den Charakter haben wir nicht. Ah, wir können ja einfach weiter marschieren.
einfach weiter laufen. Jetzt sind wir sogar wieder ein bisschen schneller. Das ist gut. So hier ordentlich zerstören. Ein Moment. Zack. So. Den Weg befreit. Sieht er nur hier hoch. Nur Frauen können so springen. Das ist wieder purer Rassismus. Diskriminierung. Als ob nur Frauen hochspringen können. Mann, Mann, Mann. Lego. Frauen und Elben können so hochspringen. Alle anderen nicht. Ist klar. Nee, ist klar. Eine riesige Kettensäge. Haben wir es wieder zerstört. So können wir weiter. Wir müssen Pilze sammeln. Fürs Abend zu essen. Jam. Ich mag Pilze. Schmecken lecker. So. Nom. Hier noch ein paar weitere Pilze. So. Hier müssen wir wieder was zerstören. Scheint so. Mit Y. Wieder was zum Basteln. Was zum Bauen. Ein Weg hinauf für uns. Sieht aber alles hier sehr exotisch aus. Na denn. Komm rüber. Und was hier? Okay. Das bringt uns gerade nicht weiter. Hier was zerstören vielleicht. Okay, da haben wir nicht den passenden Charakter für. Okay, da kann sie reinhopsen. Mal schön wieder in die Kacke springen und was rausholen. Was man so alles in Dino-Scheiße findet. Ich glaub's nicht. So. Da kann natürlich er nicht lang, da muss sie dran. Weil sie natürlich kletterbegabt ist. Na was? Ja, ich weiß, dass ich da B drücken muss. Ach so, ja. Jetzt hat es erst geklappt. Okay, vielleicht müssen wir ihn erstmal draufsetzen. Ach so, er setzt sich von selbst drauf. Schön, schön. Und jetzt hier lang klettern und für sie einen Weg finden. Er kann also auch klettern. Aber halt nicht an den pinken und hell türkisen Sachen. Interessant. Was ist? Oh oh. Du bist doch nur runtergefallen. Hast dir nichts gebrochen. Also, was? Oh oh. Da kann sie natürlich, Quatsch, er natürlich nicht durch. Ein Dino aus der Wand. Dino versus Wand. Wie gut sind sie im Limbo? Hoffentlich sehr gut. Ja, sah doch sehr gut aus. So, zack, zack, zack. Hier mal was zerstört. Was können wir machen? Hier das ziehen. Okay, Sesam, öffne dich. Es hat sich geöffnet. So, dann können wir weiter. Oha, das kam plötzlich. Dam, dam, dam. Und was sollen wir jetzt tun? Ach so, Tarnung. Das ist natürlich gut, wenn man sich tarnen kann. Hier mal vorbeischleichen. Okay, da können wir noch nicht lang. Kann ich hier vielleicht irgendwo drauf hüpfen, irgendwas machen? Was denn? Was soll ich tun? Was kann ich machen? Okay, jetzt kann ich hier. Bin ich ja durch. Hier was aufbauen. Okay. Auf jeden Fall sieht mich der Dino nicht, wenn ich hier so rumlaufe. Hier sieht er mich, aber hier nicht. Ah, alles klar. Alles klar, Spiel. Ist das dein Ernst? Na komm, mach irgendwas. Okay, ihn zu niesen gebracht. Das ist kreativ. Kommen Sie darüber? Ach, sie soll darüber kommen. Ah, sie ist ja sehr gelenkig. Okay, den Charakter haben wir nicht. Dafür müssten wir das freie Spiel spielen. Das tun wir nicht. Oh, ein Torheber. Ich wollte gerade Wagenheber sagen, aber ist es glaube ich auch.
Maschine, ein Torheber. So, hier weiter mit Y. Nasekratz. Nee, das ist nicht meine Nase. Das sind meine Haare. Juckt ein bisschen am Kopf. Das geht doch jetzt relativ gut voran. Ich beende den Pass trotzdem nach diesem Level. Rennt, Leute, rennt! Okay, das ist hier die berühmteste Szene aus Jurassic World. Okay. Ich renne dann einfach mal. Ich kann auch schreien, oder? Geht das so hier? Nein, scheinbar nicht. Nein, jemand kann ich auch nicht zerstören. Sieht zwar blau aus, aber... Okay, das ist hier irgendwo so ein Rädchen, was sie brauchen, um das hier zu drehen. Ja, sowas, meine ich. Finden wir hier irgend sowas ähnliches. Vielleicht in einem dieser Tische versteckt. Kommt ja vor in Lego-Spielern, dass das in solchen Tischen versteckt ist. Okay, da geht's nicht rein. Vielleicht kann er da rein. Was erwarten wir da zu finden? Nicht viel. Okay, so hier mal zerstören, dort mal zerstören. Stats finden wir auf jeden Fall. Ich brauche so ein Gerät, so ein Teil. Ist das hier irgendwo? Sieht gerade nicht danach aus, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es hier irgendwo versteckt ist. Deshalb zerstöre ich mal alle Gegenstände. Das bringt in Lego-Spielen eigentlich normalerweise relativ viel. Auf jeden Fall greifen die Flugsaurier jetzt hier den Park an. Das ist schon mal eine Sache, die man sich merken kann. Oh, 1 von 5. Das scheint eine Sache für den goldenen Steine und sowas zu sein. Für die goldenen Steine. Ist hier das Teil drin, was ich suche, oder was? Natürlich, im letzten Teil ist das drin. Im letzten Tisch versteckt. Macht Sinn. Na, ein Dries. Okay, scheinbar können wir dadurch dann weiter. Da kann er dann durch. Was? Wer kann nicht zahlen? Der Vogel oder was? Und was soll der denn zahlen? So, hier haben wir was zum Aufbauen. Wie es aussieht. Oha! Die Dinos lauern auf den Dächern. Okay, jetzt kann ich hier unten was aufbauen. Ich hoffe, das bringt uns weiter. Eine Jukebox. Den ihr gerade eben gesehen habt, den ich dann weggesteckt habe hier. Und den kleinen Blonden. Das wird im Film gesagt, aber das bleibt hier irgendwie relativ ungesagt. Das ist doch ein neues Format für ungespielt, oder? Ungesagt. Wo ist meine Flachwitz-App, wenn ich die mal brauche? Foto von Dino gemacht. Superb. Haben wir ihn gerettet. Straßenlaterne.
2 von 5. Die brauchen wir, die müssen wir natürlich einsammeln, wenn wir sie nicht übersehen. Was können wir hier machen? Alles klar. Ein bisschen zur Jurassic Park Musik in einem Dingens Kinderspielauto rumfahren. Und hier können wir das ziehen oder was? Können wir das rausziehen? Ah nein, sie kann da drüber springen. Machen wir es mal so. Und hier das mal zur Seite schieben. Vielleicht kann er jetzt. Ja, kann er. Kann das reparieren. Zach Michael. Michael. Zach Mitchell. Nur so ähnlich. Überlebender. Okay. Ist das das Kind ist von dieser Nanny oder ist das wer anderes? Ich habe den Film so lange nicht mehr geguckt. Okay, einfach das Spielauto auf die Menge loslassen. Effektiv. Kann man machen. So. Und dann mal weiter. Ich weiß nicht, wo wir hin wollen. Zum Hafen, glaube ich, oder? War es das so? War das so? Sollte man zum Hafen marschieren oder war das irgendwo anders? War das, hatten wir irgendein anderes Ziel? Hier ist noch eine Straßenlaterne. Die müssen wir zerstören. 3 von 5. Das heißt, irgendwo warten noch 2 auf uns. Das kann nur hier der Typ aus dem ersten Spiel sein, aus der ersten Edition aus Pokémon. Quatsch. Ja, jetzt habe ich Edition gesagt, jetzt bin ich in Pokémon. Ich meine natürlich Jurassic Park 1. Ja, musste mal rauskommen. Ja, auf jeden Fall. So, wir haben bald die goldenen Stats gesammelt. Ich meine, wahrer Überlebender. Bah, es fängt schon wieder an hier. Das Sommerloch hier. Dass man sich nicht richtig konzentrieren kann auf das, was man redet. Ich schieb's mal einfach auf die Sommerhitze. So. Das mal schieben. Okay, ist eine interessante Apparatur. Auch wenn es was bringt. Wenn's hilft. Stuhlknarritsch. Stuhlknarritsch. Oha. Dino entführt Babysitterin. Tante Claire! Tante Claire? Das ist sie! Er ist offensichtlich verknallt. Dieser Hoskins hat jetzt das Sagen. Er will tatsächlich die Raptoren einsetzen. Wir setzen ein neues Team ein. Sie waren noch nie außerhalb des Geheges. Das ist irre. Das ist nicht mehr ihr Leben. Sie arbeiten nämlich für... Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Ruhig. Ganz ruhig, Blue. Ach, die kennen wir doch. Blue. Und wie hieß der andere? Charlie, oder? Geht's weiter mit Blue und Charlie im nächsten Part. Soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid. Oh, wir können Delta spielen. Das ist Delta und das ist Echo. Okay. Ist auch interessant. Okay, hier geht es dann nächsten Part weiter. Ah. Ein Teamwork unter Dinosauriern. So. Köstlichen Tag und ihr habt euch wohl bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Part, vielleicht dem letzten Part Jurassic World mit dem Zwergfürst. Okay. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut drinne, bis zum... Ja, ich baue das hier noch zusammen. Adios.